Also was mich besonders interessiert, ist halt, wie diese ganzen IT-Firmen, die da gerade nach Berlin kommen, das kann Zalando sein, das kann Google sein, das sind aber auch ganz, ganz viele kleine, die sitzen dann teilweise in so Inkubatoren oder in Startup-Zentren, wie die sich eigentlich auf Berlin auswirken. Und vor allen Dingen auf Kreuzberg, weil da halt so, da ist der Hotspot, da gehen besonders viele besonders gerne hin. Und die arbeiten da, die wohnen da, die gehen da essen, die verbringen da ihre Zeit, ihre Freizeit. Und das macht natürlich irgendwas mit. Die Digitalwirtschaft ein Katalysator ist für Kreuzberg. Das heißt, Prozesse der Preissteigerung, letztendlich auch der Verdrängung, Gentrifizierung, Aufwertung, die werden noch beschleunigt, das geht alles noch schneller. Und es gibt eine große Befürchtung in der Bürgerschaft, dass in 3, 5, 10 Jahren sich von den Menschen, die dort jetzt wohnen, halt dann niemand mehr wird leisten können, dort zu wohnen, weil die Techies, die Leute aus der Digitalwirtschaft dann entsprechend sich dort dermaßen ausgebreitet haben, dass es nicht mehr möglich ist. Also der erste Punkt ist erstmal Aufmerksamkeit zu schaffen, vor allen Dingen auch bei den Firmen, sie darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Thema ist, dass das ein Problem ist, dass es in der Bürgerschaft Bedenken gibt. Da passiert natürlich auch schon ganz viel. Es gibt verschiedene Bewegungen, die sich dieses Themas angenommen haben. Aber dieses Rantragen an die Unternehmen und vielleicht auch dieses Übersetzen zwischen städtischen Akteuren und Wirtschaftsakteuren, das finde ich ist ein erster wichtiger Schritt. Weil viele von diesen Akteuren, die lesen zwar darüber in der Zeitung, dass es jetzt wieder eine Demonstration gab gegen Zalando auf der Kuwibrache oder gegen Google im neuen Umspannwerk, im alten Umspannwerk. Aber die Unternehmen wissen oft darüber hinaus gar nichts davon. Also es gibt keine direkte Kommunikation zwischen Unternehmen und der Bürgerschaft. Und da würden wir gern als Mittler letztendlich tätig sein, diesen Prozess als Mediator zu begleiten und dann zu schauen, was sind denn überhaupt Handlungsspielräume. Und was uns da vorschwebt, ist eine Form von Verantwortungspartnerschaft. Ich sag mal so, wie es das früher auch schon in der Montanindustrie gegeben hat, im Ruhrgebiet, wo die Stahlkocher und die, jetzt wird man hier vom Mücken zerstochen, und die anderen Industriezweige Werkswohnungen gebaut haben, sich um ihre Arbeiterschaft gekümmert haben, Supermärkte, Krankenhäuser, Schulen und so weiter und ganz aktiv in der Stadtentwicklung beteiligt waren. Und das wäre vielleicht ein Modell, das man dann auch für die Digitalwirtschaft in natürlich verändertem Maße auch wieder andenken könnte. Also was kann Digitalwirtschaft auch der Stadt zurückgeben?